Es ist ziemlich schwer. Ach, Mann. Brenner Toter. Vielleicht am anderen Trank. Ich suche hier jetzt, falls ihr euch fragt, was macht der da? Ich suche jetzt noch das Portal für diese Ebene hier. Weil, wie ich gesehen habe, soll es hier auch ein Portal geben und das will ich unbedingt haben. Und dazu müssen wir hier durchgehen. Ich finde immer noch die geilste Sterbekombination, Animation hat haben diese Biester da aus dem Jägerinnenlager. Ich fand die immer noch am besten. Also beim Kloster. Diese trolligen Teile da. Diese Gollums. Ich möchte keine Kälte mehr. Schön. Fürchte ich sowieso nicht. Oh mein Gott, Untote! Hier geht's weiter. Es leckt aus irgendwelchen Gründen. Die ich nicht verstehe. Die Animation in Zeitlupe. Oh Mann. Das war echt schlecht. Das war sehr schlecht. Das ist nicht professionell. Ich bin auch kein Profi. Haha. Da weiter. Da hinten. Wir mussten natürlich wieder alles durchsuchen, damit wir es finden. So, nach Mobgolane. Verkaufen und dann diese beiden Quests erstmal. Mal gucken, was das sein soll alles. Was es mit dieser Schrift oder auf sich hat, das weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, ist blind jetzt, ne? Ich weiß nicht, was es mit ich überhaupt irgendwie mit irgendwas auf sich hat. Ich weiß nur, dass wir später noch einen ganz tollen Gegenstand bekommen. Und das war's. Erstmal den Kane. Ah, die verschollene Horadrim-Schriftrolle. Welch glückliche Wendung der Ereignisse. Als letzter lebender Horadrim kenne ich allein ihre Bedeutung. Lesen wir die horadrischen Runen, die darauf stehen. Nachdem die horadrischen Magier Baal in Tal Rasha gefesselt hatten, verriegelten sie mittels Magie seine Grabkammer vor dem Reich der Sterblichen. Dieselben Magier schufen auch furchteinflößende Horadrim-Stäbe und versahen sie mit der speziellen Macht, die verborgene Tür der Kammer zu öffnen. Nachdem sie um ein Haar einen an eine diebische Hexe verloren hatten, zerlegten sie alle Horadrim-Stäbe in zwei Teile, Holzschaft und Metallspitze, die sie getrennt versteckten und bewachten. Die Horadrim sahen unsere momentane missliche Lage voraus und entwarfen die Verstecke so, dass sie sich würdigen Helden wie euch offenbaren. Findet beide Teile eines Horadrim-Stabes und setzt sie mit Hilfe eines Horadrim-Würfels zusammen. Dann könnt ihr Tal Rashas Grabkammer betreten. Steht das wirklich so auf der Schriftrolle, dass das ein Held wie ihr es seid? Ich hoffe mal nicht. So ein Allround-Gegenstand. Kann dann jeder ein Held sein. Auch du kannst ein Held sein. So, jetzt suchen Sie den. Suchen Sie in den Hallen der Toten unter den verdorrten Hügeln nach dem Würfel in der Wurmgruft unter der fernen Oase nach dem Schaft, im Tempel der Klauenviper nach der Spitze. Machen wir. Sie sagen, dass der Geschmack der Rache bittersüß sei. Aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt, und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen, indem sie ihre Waren und Dienste billiger anbieten. Oh, und Jerin hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr findet ihn vor dem Palast. Ja, den werden wir auch noch ansprechen, glaube ich. Ja, wir sprechen ihn auch noch an. Das ist bestimmt witzig.
Hey da! Der hat uns immer noch nichts zu sagen. Ach hier, Pfarrer, die repariert ja unsere Sachen alle. Hat sie schon. Gut. Wer hätte was für mich zu sagen? War Jerin? Jerin. Halt. Was halt? Ihr dürft nicht passieren! Wie ich doch nicht passieren, aber ich muss zu Jerin. Ach, da ist Jerin. Ich habe von euren vielen Fertigkeiten und eurer Tapferkeit gehört. Ich denke, ich kann euch etwas anvertrauen, worüber ich nur ungern spreche. Drognan und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Wanderer, der hier durchgekommen ist, Diablo selbst gewesen sein muss. Aha. Drognan glaubt, dass Diablo in der Wüste nach dem geheimen Grab sucht, wo Talrasha, der große Magier der Horadrim, Baal gefangen hält. Ihr müsst Diablo finden und dem schrecklichen Übel, das über unsere Stadt gekommen ist, ein Ende bereiten. Drognan ist weise und kann euch sicher einen guten Rat geben, wie ihr Talrashas